Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 hier auf der Bantico Map. Und wie wir sehen, Rösche hier mit dem schönen Case 7130. So, dann stellen wir den noch mal glatt ein. Alles klar. Und so, Abfahrt dafür. Nee, den brauchen wir nicht. Das ist der zum Abfahren. Den wollte ich. So. Mit dem schönen ZT hier. Also ich muss sagen, scheiße, drehen wir hier auf der Kartoffel. Mit dem Lenkrad funktioniert das jetzt wesentlich besser als vorher. Also das geht natürlich nicht. Also muss man natürlich mal runter machen. Mit Schneidwerk. So. Wenn wir schließlich die Rüben haben, dann müssen wir drüber fahren. So. Gut, so, die lassen wir erstmal stehen. Und würde ich sagen, wir holen erstmal schnell eine Ladung Kalk. Tee. So, und ab geht die Luzi. Das hat einen coolen Klang. Und hier ist natürlich auch, wie wir sehen, hier können wir einen Winterschutz anmachen und aus. Wunderbar. Und natürlich eine Abschleppstange sollte man besitzen bzw. haben. Oder zumindest eine Abschleppkette. Ja, wie gesagt, aber im nächsten Part machen wir dann hier drüben die Kartoffelernte. Da haben wir ja schon den kleinen roten Belarus gesehen, den wir dafür dann nutzen werden. Wie gesagt, eine Ladung Kalk noch. Und dann soll's das gewesen sein an Kalk, Dünger und Saatgut. Ich habe schon ein bisschen was zum Hof gefahren.
Aber ich muss sagen, das läuft sehr gut, die Karte. Wir können ja mal reingucken. Also, FPS-mäßig auch gut. Hier drinnen schön animiert. Blinker, Licht. Die rote seht ihr gleich, wenn ich hier bremse. Wunderbar, sag ich jetzt nur. So. Da steht unser Radler da. Obwohl, nehmen wir mal Dünger. Dünger haben wir noch nicht so viel, da braucht man kein Kalk, nehmen wir mal Dünger. Natürlich, wie ihr seht, hinten mit Gewicht dran, weil sonst geht das natürlich nicht, denn kippt der nach vorne über. Genau. So. Wollen wir noch mal hier die Sache ranmachen. Und also passen ungefähr anderthalb Schaufeln, glaube ich, knapp zwei Schaufeln in einen HW80 Hänger. So. Ah, da hat er schon wieder ein bisschen Probleme gehabt. So. Zack. Ja, wird Zeit, knapp anderthalb Schaufeln. So, dann machen wir hier noch die halberen. So, dann fahren wir zurück. So, dann bringen wir das noch schnell zum Hof. Und dann erstmal gut sein. Mit 900 Grad Lenkung muss man schon ganz schön kurbeln. So, ich habe natürlich auch Out-of-Signal drin. Das heißt, wenn ich blinke, abbiege und dann natürlich wieder zurücklenke, ist ja klar, geht der Blinker automatisch aus. Das ist natürlich jetzt erstmal nur ein kleines Testvideo. Da ich jetzt mal ein anderes Programm verwende, Open Broadcaster oder wie das heißt, das soll wohl ein bisschen besser sein, aber mal schauen. Also ich habe gehört, man soll da nicht mehr rendern müssen. Das wäre natürlich interessant, dann könnte ich immer gleich 3-4
Parts machen und die dann gleich danach, also im Anschluss, uploaden. Aber mal gucken. Aber wir sind natürlich jetzt gleich am Hof. Dann seht ihr natürlich, wo du hin musst. Ja, das Hof kommt dann natürlich später rein. Gleich am Hof. Muss mal blinken. Da fahren wir hinten lang. Und mal gleich beim ersten Versuch hochkommen. Muss mal verkeilt sich der Trecker aus unerklärlichen Gründen. Immer ewig zurück und vor und zurück und vor. Aber dann geht es. Ja. So. Dann wechseln wir mal aus in Perspektive, dass wir sehen. Aber Zeit. Ah ne. So. Ihr seht, schön animiert. Juti, dann fahren wir den noch runter. Und dann geht's jetzt bald los mit dem Community-Server. Da werden dann immer Videos kommen, wo mehrere Leute dann auf dem Server sind. Fahren wir mal hier hinter. Oh, oh, oh. So, hier seht ihr noch den Mähdrescher, der dann zum Einsatz kommt auf dem Server. Und natürlich hier den Bagger, auch ganz nice. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.